Moin moin, liebe Freunde der Bewegung und des Fitnesssports, und willkommen zu dieser Fragen am Freitag Ausgabe mit dem Thema Leon. Warum machst du eigentlich so viele verschiedene Sportarten? Diese Frage bekomme ich immer häufiger, weil ich ja auf Instagram immer wieder poste, was ich so tagtäglich mache in meiner Instagram Story. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann folgt mir auf Instagram. Moving.monkey, der Punkt ist ganz wichtig, sonst findet ihr mich nicht. Doch, mittlerweile glaube ich schon. Ist ja auch egal. Warum mache ich so viele Sportarten? Das heißt, was mache ich denn überhaupt? Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich mache Gewichtheben, ich mache Luther Libre, Calisthenics, ich gehe tanzen und hin und wieder mal Fußball spielen und dann probiere ich mal mich im Schach aus. Ja, okay, das ist jetzt nicht so eine Sportart, aber gut. Ihr versteht, was ich meine. Das ist einfach so, wie mein Training aufgebaut ist. Das heißt, ganz viele verschiedene Sachen zu machen. Grundidee dahinter ist, ein Generalist zu sein und kein Spezialist, weil der Spezialist immer auch spezialistische Verletzungen haben wird, beziehungsweise Überbeanspruchungserscheinungen, die einfach kommen dadurch, dass er immer wieder das Gleiche macht. Immer wieder die gleichen Bewegungen. Zum Beispiel der Tennisspieler, der hat irgendwann einen Schiefstand, ja, oder Golfer, der hat irgendwann einen Schiefstand, weil er immer nur mit der einen Seite schlägt. Kein Ausgleichstraining auf der anderen Seite, etc. pp. Und deswegen versuche ich möglichst vieles zu kombinieren, um da eben ein well-rounded Athlete zu sein. Bedeutet auf Deutsch so viel wie eigentlich sehr, sehr holistisch, sehr, sehr gut abgerundet zu sein in meinem Training und generell, wie ich meinen Körper eben auch versuche wieder herauszufordern in ganz vielen verschiedenen Disziplinen. Ein anderer Punkt ist, der Kopf, das Brain, das, was an neuronalen Netzen dabei entsteht, wenn du ganz viele verschiedene Sportarten ausprobierst und immer wieder in einem neuen Setting bist und immer wieder versuchen musst, ja, okay, dich nochmal reinzudenken in die Sportart, in diese Bewegung, in die Bewegungsabläufe, was war nochmal wichtig. Und da wirklich Stück für Stück diese Sportarten kennenzulernen, das ist unglaublich. Also allein dieses Gefühl macht es unbezahlbar für mich. Ich selbst komme vom Fußball. Ich habe 15 Jahre Fußball gespielt und ich kannte nichts anderes. Ja, es war mein Leben und ich finde Fußball immer noch super. Trotzdem, dadurch, dass ich jetzt mittlerweile ganz, ganz viele Dinge ausprobiere, merke ich einfach, wie ich selbst auch mit mir im Alltag einfach mehr und bewusster umgehen kann. Einfach damit meine ich, Körperwahrnehmung ist völlig anders und auch was die Kreativität angeht. Kreativität meine ich jetzt nicht im Sinne von Bilder malen, sondern Kreativität, die in der Bewegung passiert. Das heißt, ich poste ja hin und wieder mal so Movement Flows, die so ein bisschen aus dem Capoeira inspiriert sind und Animal Movement sind noch drin und ein paar Mobility-Übungen eingestreut, ein bisschen was aus dem Tanzen und genau das meine ich, genau das ist der Punkt. Durch diese ganz vielen verschiedenen Einflüsse habe ich dann irgendwann auch ein Sammelsurium und das nicht immer bewusst, sondern unterbewusst in mir drin, in meinem Körper an Bewegungen, die ich kenne, die ich kennengelernt habe und die ich mir zu eigen gemacht habe. Und das einfach zu spüren, in diesem Moment zu sein, wenn ich einfach die Bewegung fließen lasse. Ich meine, Bruce Lee hat es schon gewusst. Be water, my friend. Es fließen zu lassen, einfach weiterzumachen, einfach da reinzugehen. Ja, ihr merkt, mit wie viel Begeisterung ich dafür spreche, weil es mir sehr, sehr viel gebracht hat an Körperbewusstsein, an Empfindungen für eben verschiedene Sportarten, weil ich auch immer wieder sehe, und das ist auch noch ein sehr, sehr spannender Punkt, welche Gemeinsamkeiten irgendwo zu sehen sind. Ja, du hast die Gemeinsamkeit zum Beispiel, ein ganz großes Thema, jetzt kommt's, Rhythmus. Ja, ich sag's nochmal, Rhythmus. Rhythmus. Beim Tanzen, klar, da denkt man direkt an Rhythmus. Irgendwie einen Groove zu haben, zu der Musik. Egal welches, ob es Hip-Hop ist, ja, oder ob es einfach nur der Walzer ist. Da ist natürlich Rhythmus so Punkt Nummer 1. Aber auch beim Luther Livre, das heißt beim Grappling, ja, Kampfsport, Bodenkampf. Dich auf deinen Gegner einzustimmen und dich von ihm nicht aus deinem Rhythmus bringen zu lassen, weil das will er ja. Er will deinen Rhythmus stören, um durchzubrechen und dich zu überlisten.
Und das ist so auch wieder, bei dem ich merke, dieser Rhythmus, der dort entsteht, es hat auch wieder eine ganz andere Dynamik als im Tanzen. Im Tanzen versuchst du deinen Rhythmus zu finden. Dort versuchst du einerseits deinen Rhythmus zu halten, also dich nicht stören zu lassen, und auf der anderen Seite den Rhythmus des anderen zu durchbrechen. Aber dazu musst du erstmal verstehen und fühlen, was für einen Rhythmus hat der. Ich merke es immer wieder, es gibt Leute, die kommen direkt ran. Ja, also wir sind unten auf dem Boden, so in der Hocke zum Beispiel, und dann einer zieht direkt am Kopf und zieht mich zur Seite. Und da ist er dann direkt total so auf Aggro, mehr oder weniger. Andere setzen sich erstmal hin und lassen kommen, was kommt. Ja, die versuchen dann erstmal nur zu reagieren, statt zu agieren. Und allein diese Erfahrung zu machen, das ist auch ein Übertrag aufs Leben. Davon habe ich schon so viele Vorteile gehabt. Einfach auch dieses, das ist zwischenmenschliche Kommunikation auf einer etwas anderen Ebene. Das inspiriert mich einfach tagtäglich. Das inspiriert mich, ins Training zu gehen. Das inspiriert mich, mit diesen Leuten mich zu treffen und Sport zu machen einfach. Und dabei geht es vor allem dann um meine eigene Entwicklung. Meine eigene Entwicklung in dem Sport. Jetzt nochmal, Rhythmus. Mein Gewichthebertrainer sagte mir dann auch, als ich ihm das so erzählt habe, so von wegen Rhythmus, verschiedene Sportarten und so weiter: Ja, Leon, Gewichtheben, das ist wie Tanzen. Du musst in einem bestimmten Rhythmus die Stange nach oben ziehen und deinen eigenen Rhythmus finden. Und das fand ich einfach, hat perfekt gepasst, weil das auch wieder die Gemeinsamkeit, diese zu sehen und zu finden und von jemandem bestätigt zu bekommen, der quasi Profi in einem Bereich ist, war einfach klasse, das immer wieder zu sehen. Und deswegen scheue ich mich nicht davor, neue Dinge auszuprobieren und diese Kreativität, diese Neugierde hochzuhalten, weil dann auch immer das Kind rauskommt. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr wichtig, was geschult wird, ist nämlich das Mindset, ein Anfänger zu sein. Du wirst immer irgendwo ein Anfänger sein und wirst nie alles wissen, wirst nie, auch wenn ich das gerne wollen würde, alles wissen und immer der Beste sein und was auch immer, aber es geht halt einfach nicht. Es wird immer einen geben, der irgendwie besser ist, und deswegen dort die Bescheidenheit zu bekommen und zu sagen, okay, teach me, sei mein Lehrer. Lehre mich, was du zeigen kannst oder was du zu zeigen hast, was du zu lehren hast. Und das einfach, diese Bescheidenheit zu bekommen durch den Sport, und vor allem durch viele verschiedene Facetten, weil man immer wieder der Anfänger ist. Beim Tanzen gibt es immer wieder neuen Input und ich fange immer wieder von neu an quasi. Es ist wie wenn ich auf dem Klavier, ich zeige jetzt dahin, weil da mein Klavier steht, ein neues Stück anfange. Alles, was ich vorher konnte, ist eigentlich, also außer vielleicht ein bisschen Fingertechniken, ist egal, weil ich von neu anfange. Und das ist super, super wichtig auch zu verstehen, finde ich. Mir hat es geholfen, zum Beispiel für Klausuren, ja, in der Uni und so weiter. Da dieses Mindset zu bekommen, es ist nicht schlimm, wenn ich am Anfang es nicht verstehe. Aber wenn ich die Zeit investiere und Stück für Stück immer weiter da gehe, versuche es nachzuvollziehen und vielleicht die Gemeinsamkeiten zu ziehen mit Feldern, in denen ich mich schon sehr gut auskenne, dann werde ich es meistern. Und eine letzte Sache, ein Bild quasi euch nochmal mitzugeben. Stellt euch vor, ein Unternehmen. Das hat ganz viele verschiedene Abteilungen. Da gibt es die Personalabteilung, es gibt das Marketing, die Finanzierung, es gibt dann noch vielleicht das Juristische. Und das sind ganz viele verschiedene Bereiche und dadurch funktioniert das Unternehmen sehr, sehr gut. Doch jetzt stell dir einmal vor, es gäbe ein Unternehmen und es gäbe nur die Finanzabteilung. Also außer beim Finanzamt, das würde nicht funktionieren. Es würde einfach nicht funktionieren. Und das ist so, finde ich, eine sehr schöne Idee, nochmal da reinzugehen und zu überlegen, wie kann ich das denn auf meinen Sport, auf meine Practice übertragen? Movement Practice. Ja. Eine andere Sache wäre, wenn du den ganzen Tag nur Reis isst, du hast zwar ordentlich Kohlenhydrate und vielleicht auch ein bisschen Eiweiß gegessen, Reis auch natürlich, aber dir fehlen die Mikronährstoffe, dir fehlt das Essentielle, dir fehlen vielleicht auch ein paar gesunde Fette. Und deswegen, zu viel einseitig ist nie gut. Und Bewegung ist immer mit Vielfalt verbunden. Und diese Bewegung und diese Vielfalt zu nähren und wachsen zu lassen. Und da für dich einfach, ja, daran zu wachsen, für dich selbst zu wachsen. Wenn du jetzt inspiriert bist und sagst, hey Leon, ja, ich will was ausprobieren,
Schreibt mir in die Kommentare was. Ich habe das schon mal über die Instagram-Story gefragt und es kam häufiger Ballett raus, interessanterweise. Männer und Frauen. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt auf deine Antwort. Was willst du ausprobieren und wann wirst du es ausprobieren? Schreib mir das in die Kommentare. Gib mir ein Feedback, ob es dir gefallen hat, mit einem Daumen nach oben und abonniere, wenn du mehr Videos rund um Bewegung, Mobility, Gesundheit, wie du deine Gesundheit verbessern kannst durch Mobility, schmerzfrei zu werden, leistungsfähiger zu werden und topfit zu sein. Oh, topfit. Topfenfit. Topfit. Topf. Ist ja auch egal. Spaß beiseite. Ich freue mich, wenn du den Mobility Basic Kurs abcheckst und da einfach deinen Start in die Mobility bekommst, um eben die Leistungsfähigkeit aus dir rauszuholen, mehr Leistung zu bekommen, schmerzfrei zu werden, damit du verstehst, was ist Mobility eigentlich, wie gehe ich das an und die besten Übungen, die dir helfen werden. Trag dich dazu unten in den E-Mail-Newsletter ein und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Wenn du das Video abends, morgens guckst, ist ja auch egal. Bis zum nächsten Video. Keep moving, stay sexy.